Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Übungseinheit auf meinem Kanal. Wir machen heute ein Ensemblestück von Eckhard Kopetzky mit dem Titel Rockin' High. Und das ist jetzt die Stimme für Cowbell, also Kuhglocke, Englisch Cowbell. Wir nehmen die Kuhglocke, die hat hinten so eine Vorrichtung zum Montieren, aber nachdem das Stück ja nicht lange dauert und du nur eine Cowbell spielen musst, legen wir sie einfach in die Hand, also in die linke Hand oder wenn du Linkshänder bist, in die rechte Hand, damit wir mit der starken Hand dann spielen können. Wir legen sie einfach hier hin, weil sie kürzer klingt. Und ich würde dir empfehlen, einen alten Stick zu nehmen, da haben wir genug, den du vielleicht nicht mehr brauchst, weil du ja dann auf die Kante schlagst hier und der Stick dann dementsprechend ausschaut. Wenn wir sie in die Hand legen, hat es auch den Vorteil, dass es kurz und knackig klingt. Sonst würde sie lange klingen. Ja, wie eine Kuhglocke. Also, wir schauen uns die erste Zeile gleich einmal an. 3 Viertel, 2 Achtel, erster Takt. 1, 2, 3, 4. Zweiter Takt. Viertel, 2 Achtel, Viertel, Pause. 1, 2 und 3, 4. 4. Okay. Und jetzt schauen wir weiter gleich. Die nächsten zwei Takte sind wieder gleich. Das heißt, wir üben mal die erste Zeile durch. 1, 2, 3, 4. Vier. Vier. Sehr gut, funktioniert. Nächste Zeile, einfach vergleichen, ganz gleich wie die erste Zeile. Also Takt 5 bis 8 ist gleich wie Takt 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Und dann müssen wir das Ganze von vorne wiederholen. Das heißt, Takt 1 bis 8 noch einmal spielen. Wenn du diese beiden Zeilen kannst, kannst du mehr als die Hälfte vom Stück. Wir müssen uns nur mal die dritte Zeile anschauen, nämlich Takt 9 bis 12. Viertelnote, Viertelpause. Wenn wir zählen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Wiederholung, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann geht es weiter bei Takt 13 und diese nächsten 8 Takte sind ganz gleich wie die ersten 8. Nämlich 1, 2, 3, 4. Und dann sind 16 Takte Pause. Da spielen andere Instrumente dann weiter, ein Solo. Und wir steigen dann wieder ein, wenn wir vom Anfang spielen. Achtung, am Schluss steht D.C. bedeutet da capo, also vom Anfang noch einmal spielen, bis Coda, bis zum Coda-Kopfzeichen. In Klammer steht dabei Con Rep. Es würde bedeuten con repetizione, was so viel heißt wie mit Wiederholung. Das macht man sich dann in der Gruppe aus, ob man die Wiederholung dann wirklich macht oder wenn es zu lange dauert, vielleicht auslassen und gleich weiterspielen. Wenn wir bei Takt 12 angekommen sind, haben wir den Coda-Kopf
Und wir springen auf den Schlussteil in die Coda Takt 37. 1, 2, 3, 4. Hi! Achtung, aufpassen im letzten Takt. Du hast auch ein X auf den letzten Schlag, aber der wird nicht gespielt, sondern du musst schreien laut Hi, weil das Stück ja Rockin' High heißt. Also, ich wünsche dir wieder viel Spaß beim Üben von Rocking High auf der Cowbell und freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen. Bis dahin, tschüss!